kann das Silvesterfeuerwerk dieses Jahr schon verboten werden? Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vorab, ich habe echt keinen Bock auf diese Art von Videos. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, ja. Aber ich habe tatsächlich einige, viele Kommentare erhalten, wo Leute wirklich Angst haben, dass dieses Jahr kein Feuerwerk kaufbar, erwerbbar sein könnte. Sogar so weit, dass manche denken, dass man gar nicht Feuerwerk zünden darf. So, ich möchte darauf eingehen. Ich blende kurz einen Artikel davon oben ein. Genau, das ist der hier. Bündnis fordert bundesweites Böllerverbot. Ein Bündnis fordert ein bundesweites Böllerverbot noch in diesem Jahr. Auch die Gewerkschaft der Polizei hat sich angeschlossen. Deren Beamte warnen vor illegalen Böllern aus Tschechien und so weiter und so fort. So, wie realistisch ist denn jetzt eben diese Thematik, dass eben genau das durchgesetzt werden kann, was diese Persönlichkeiten bzw. was dieses Bündnis fordert? Das möchte ich mit euch in diesem Video klären, weil, wie gesagt, ich denke, da gibt es Klärungsbedarf und ja, ich habe mich getäuscht. Im letzten Video habe ich ja gemeint, das wird das letzte Video dazu sein. So, jetzt kommen aber wieder diese Schlagzeilen. Das bedeutet, dass wiederum ein paar Menschen, Persönlichkeiten verunsichert werden und da bringt eben mein Video nichts, das jetzt schon ein paar Wochen alt ist, sondern da muss einfach über die Aktualitäten aufgeklärt werden. Und ich denke, dahingehend soll es auch das letzte sein, da wird nicht mehr irgendwas großartig kommen. Ich möchte halt einfach nur euch meiner Meinung nach aufklären, ob sowas überhaupt realistisch ist. So, da fangen wir auch gleich mal an. Und vorab, bevor jetzt irgendwelche Hasskommentare wieder kommen, ja, wenn ihr nichts Besseres im Leben zu tun habt, dann macht es mir wurscht, geht am Arsch vorbei, mein Gott, als ich hier diesen Kanal eröffnet hatte, ja. Und wohlgemerkt, der einzigste YouTuber auf ganz YouTube war, ich denke, einer der einzigsten auf jeden Fall, wenn nicht sogar der einzigste, der suggeriert hatte, dieses Jahr wird Feuerwerk wahrscheinlich nicht kaufbar werden. Ja, es wird zum ersten Mal verboten, was den Kauf angeht. Ne? Da wurde ich belächelt, ich wurde beleidigt und sonst was und ich hatte recht. Will mich jetzt auch gar nicht hier aufgeilen oder sonst was. Nur mal alles als Relation, bevor ihr Kommentare schreibt, ja, erstmal nachdenken, bevor ihr da wirklich wortwörtliche Engelskotze rauslässt, ja, oder euer Hirn da förmlich rausscheißt. Also wirklich erstmal nachdenken, bevor ihr irgendeinen Schmarrn schreibt. Und ja, wenn es unbedingt macht, ja, mein Gott, dann macht's. Es geht mir am Arsch vorbei. So, jedenfalls, wir kommen wieder back to the topic. Und zwar besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eben verboten wird dieses Jahr. Also wie gesagt, wir haben tatsächlich, das ist irgendwo auch die Gefahr, wir haben eine Gewerkschaft, beziehungsweise eine Gewerkschaft, ja klar, Polizei, ne? Ein Bündnis, so dass die Deutsche Umwelthilfe drin und halt ein paar andere Organisationen. Und die haben eben aufgezählt, ja, Umweltverschmutzung, der ganze Schmarrn kennen wir schon, alles Tiere und so weiter und so fort, ne? Wohlgemerkt Tiere. Also die Deutschen, muss man schon sagen, die machen sich schon extrem einfach. Wirklich. Also anders kann man es gar nicht mehr sagen. Dumm einfach. Das ist die typische Dummheit der meisten Deutschen hier in diesem Land. Und zwar, die sagen immer, oh, meine Tiere. Ja, wenn man zu blöd ist, um das Bestmögliche eben daraus zu schaffen, dass mein Tier eben zu Silvester minimal leidet, wenn sogar überhaupt nicht. Da gibt es ja etliche Dinge, die man tun kann, ja, ein Hund und so weiter, kann man eben darauf trainieren, dass er weniger bis gar keine Angst mehr zu Silvester hat. Aber dann immer den Schuldigen irgendwie beim Feuerwerk zu suchen, da macht man sich schon wirklich sehr, sehr einfach, muss man schon sagen. Immer den Schuldigen woanders suchen, außer mal bei sich selber anfangen, aber das können eben diese hasserfüllten Persönlichkeiten wohl nicht, ne. Mich wundert es nicht, wenn die so ein langweiliges, verzweifeltes Leben haben und dann verzweifelt irgendwas suchen, was sie eh hassen und deshalb mit postfaktischen Dingen und Sachen eben versuchen, außer Gefecht zu setzen. Wird aber nicht klappen, sage ich euch schon mal ganz ehrlich, ja, lieben Menschen. Genau, auf jeden Fall kommen wir nochmal zurück zum Thema. Sorry, ich bin ein bisschen abgewichen, aber war mir nochmal wichtig zu erläutern. Und zwar, ihr müsst euch das ja so vorstellen, man kann nicht einfach, das dahingehend ist es jetzt das Sprengstoffgesetz, das kann man jetzt nicht einfach so trivial verändern. Ne? Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, ihr kennt ja das System, wie ich hoffe, wie man Gesetze verändern kann, wie man Gesetze schaffen kann etc. pp. Und zum Schluss geht es dann eben durch den Bundesrat, wo eben abgestimmt wird. So, und ich glaube, die letzte Bundesratssitzung diesen Jahr müsste Mitte Dezember sein. Und bis dahin müsste schon einiges passieren, dass das da überhaupt auf der Agenda steht. Man kann es nicht ausschließen,
Aber ich sag's mal ganz ehrlich, wenn die jetzt wirklich ernst machen und sie überzeugen, die Regierenden, die Politiker und so weiter und so fort. Und wir haben einfach dieses große Problem, dass immer mehr, so ich denke sogar, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, gehe so weit und behaupte, wir haben dieses Jahr so viel Unfälle mit Feuerwerk erlebt wie noch nie zuvor. Ne? Man liest immer mehr Berichte, Feuerwerkskörper auf Polizisten, Feuerwerkskörper in Stadion und dies halt alles wirklich exorbitant vermehrt. Und das ist das große Problem. Und ich sage es immer wieder, nein, nicht das Feuerwerk daran schuld, sondern die absolut obsolete, pedantische Migrationspolitik, die ist daran schuld. Ne? Wenn man zu blöd ist, um einfach mal Kontrollen einzuführen, wenn man einfach mal die Menschen ansatzweise kontrolliert, die in diesen Land reinkommen, gewisse Grenzen schafft, ja, und nicht so wirklich absolut leichtsinnig die ganzen Menschen ins Land holt, wo über 300.000 auch noch illegal hier noch immer im Land sind und nicht ausreisen können, warum auch immer, dann braucht man sich einfach nicht wundern, wenn eben viel Scheiße passiert. Und das passiert faktisch. Da muss man schon richtig blind sein, ja, um das nicht zu erkennen. Sind wahrscheinlich die grünen Wähler, ich weiß es nicht. Aber man muss einfach mal aufwachen, ansonsten wird es hier richtig, richtig bitter, bitter böse enden. Das sieht man jetzt schon. So, natürlich ist dann Feuerwerk gleich wieder, wird Feuerwerk verteufelt, ja, diabolisch hingestellt, weil es ja so schlimm ist, weil man die Probleme nicht beim Namen nennen möchte. Ist genauso wie eben auch bei den ganzen, habe ich ja schon angesprochen, Tierbesitzer, die sich leicht machen und die Schuld eben beim Feuerwerk suchen, anstatt einfach mal den eigenen Arsch nach oben zu nehmen, ja, sich einen eigenen Arschtritt zu geben und einfach mal versucht, ja, seinen Scheißköter so zu erziehen, dass er eben keine Angst mehr vom Feuerwerk hat. Oder halt minimal. Mit Köter meine ich Hund. Es tut mir leid für die Ausdrucksweise, muss man einfach so sagen, aber bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, ich liebe Hunde, ne? Aber könnt ihr denken, was ihr wollt, von mir auch wurscht. So, auf jeden Fall, mir geht es einfach komplett auf den Sack, dass man sich so leicht macht und immer die Schuld da und da sucht. Das ist einfach, wirklich, das ist Zeug vom extrem schwachen Charakter und das haben einfach einige Persönlichkeiten, wie man perfekt erkennen kann in diesem Land. So, also Migrationsproblem, die Schuld irgendwo, irgendwas suchen, irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht die Fakten suchen, nicht die sachlichen Argumente suchen, sondern nein, man möchte das verbieten, was man selber nicht mag, ja, was man verteufelt und dann postfaktischen Schrott verbreitet, weil man einfach anders nicht kann. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, weil ich etwas ausgeholt hatte. Rein theoretisch ist es möglich, dass dieses Jahr Feuerwerk eventuell noch verbietet werden könnte, beziehungsweise ein bundesweites Feuerwerksverbot herrschen kann. Theoretisch, ja, so ist es praktisch möglich. Also von der Wahrscheinlichkeit her als, sagen wir mal, mittel bis hoch einzuschätzen, absolut nicht. Ja, ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen, mit Online-Shops und so weiter zu reden, vielleicht auch mit dem BVPK, wenn das überhaupt dann noch nötig ist, für euch dann auch natürlich. Aber ich bin der Meinung, ja, es ist möglich, aber von der Wahrscheinlichkeit her schätze ich es hoch ein, dass es dieses Jahr eben nicht passieren wird, dass dieses Verbot durchgesetzt wird, ja. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr müssen wir schauen. Für mich ist es Schall und Rauch, ja. Schall und Rauch, was man wieder verbreiten möchte. Man möchte Angst schnüren, man möchte manipulieren mit eben postfaktischen Zahlen, Daten etc., die eben auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und möchte eben dann auch die Bürger anregen, dafür zu unterschreiben. Gibt es auch eine Petition mit über 50.000 Unterschriften. Mein Gott, das ist eine Kindergartenrelation zu den Einwohnern, die wir aktuell haben. Ich glaube, es sind über 82 Millionen, weiß ich nicht genau. Wird immer mehr gefühlt. Genau, auf jeden Fall ist das Stand der Dinge. Also ich gehe davon aus, nein. Also ich, der Adler, geht davon aus, dass dieses Jahr ganz normal geknallt werden darf. Bevor ich mich aber wirklich darauf festlege, weil es wirklich fulminant gerade ist oder zugeht, besser gesagt, werde ich mich dann nochmal konkret informieren. Ich möchte euch dann noch ein bisschen die Angst nehmen, jetzt nicht schon wieder ausflippen und so weiter und Panik schnüren. Nein, Leute, bleibt ruhig, bleibt flauschig, okay? Alles gut.
noch brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Leute, wir haben schon Mitte November, da müsste jetzt schon richtig viel passieren, dass dir überhaupt was passiert. Ja, also bitte, wir haben Mitte November, da wird womöglich nach meiner Meinung nach nichts mehr passieren. Wir kriegen unser Feuerwerk, wir dürfen knallen, alles gut, okay? Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und genau, mir war es nur nochmal wichtig, euch zu informieren, euch ein bisschen die Angst zu nehmen, euch meine Meinung zu präsentieren. Ihr dürft gerne in den Kommentaren diskutieren untereinander, das ist natürlich auch sinnvoll, ja, um sich gegenseitig auszutauschen. Ihr dürft gerne in meine Gruppe rein, um euch da eben auch austauschen zu können. Und damit war es das eigentlich schon wieder heute. Ja? Dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder, wenn ich neue Informationen habe. Und in dem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Euer Piro Adler 98.